Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, Fritz Reuter ist einer der bedeutendsten Dichter und Schriftsteller der niederdeutschen Sprache und er wurde in Mecklenburg-Vorpommern in Staffenhagen am 7. November 1810 geboren. Dort gibt es heute das Fritz-Reuter-Literaturmuseum, welches engagiert und motiviert daran arbeitet, den literarischen Nachlass von Fritz Reuter und weiterer niederdeutscher Schriftsteller für die Nachwelt zu erhalten. Dies ist für unsere Landesgeschichte ein wichtiges und bedeutendes Vorhaben, welches ausdrücklich die Unterstützung der CDU-Fraktion findet. Der heutige Antrag kann dazu aber keinen signifikanten Beitrag leisten. Mit diesem Antrag soll dem allmählichen Aussterben der plattdeutschen Sprache entgegengewirkt werden. Jedenfalls wird das in der Begründung genauso ausgeführt. Für dieses Ziel ist der vorliegende Antrag aber das falsche Mittel. Ziel des UNESCO Memory of the World Programms ist, mit Erlaubnis der Präsidentin zitiere ich aus dem Leitfaden zum Nominierungsverfahren, Ziel des Programms ist, dokumentarische Zeugnisse von außergewöhnlichem Wert in Archiven, Bibliotheken und Museen zu erhalten und auf informationstechnischen Wegen weltweit zugänglich zu machen. Das Programm sieht also ausdrücklich darauf ab, dokumentarische Zeugnisse weltweit zugänglich zu machen. Wie sich aber allein aus dieser Möglichkeit eines technischen Zugangs der von Ihnen behauptete ungeheure Schub für den Erhalt der niederdeutschen Sprache entwickeln soll, ist für mich nicht nachvollziehbar oder erkennbar. Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Schutz und die Förderung der niederdeutschen Sprache ist in unserer Landesverfassung in Artikel 16 Absatz 2 festgeschrieben. Gerade für die CDU-Fraktion ist dieses ein wichtiges Thema, welches wir bereits im letzten Wahlprogramm aufgegriffen hatten. Es freut mich deshalb umso mehr, dass dieses Thema auch in die aktuelle Koalitionsvereinbarung mit eingeflossen ist. Dort werden verschiedene Maßnahmen festgelegt, unter anderem, dass der Plattdeutsch-Wettbewerb fortgeführt, erstmalig Niederdeutsch als Abiturfach an ausgewählten Schulen des Landes eingeführt und der Niederdeutsch-Beitrag zu einem Beitrag für Heimatpflege und Niederdeutsch weiterentwickelt wird. Durch die Landesregierung wurde bereits in der letzten Wahlperiode das Programm Meine Heimat, mein modernes Mecklenburg-Vorpommern auferlegt. Darin sind eine Vielzahl von Ansätzen und Maßnahmen zur Förderung von Niederdeutsch enthalten. Meine Damen und Herren, Ihnen wird nicht entgangen sein, dass die Umsetzung einiger Maßnahmen aus der aktuellen Koalitionsvereinbarung auch schon begonnen hat. Niederdeutsch wird bereits an einigen Schulen des Landes als Unterrichtsfach angeboten. Ich hoffe, dass es schnell mehr werden. Die rechtlichen Rahmenbedingungen zur Anerkennung von Niederdeutsch als Prüfungsfach im Abitur werden durch einen Beschluss der KMK ebenfalls geschaffen. Der Weg für einen noch breiteren Zugang über die Schulen zur niederdeutschen Sprache ist damit eröffnet. Aber nicht allein im Bereich der Schule findet eine Förderung der niederdeutschen Sprache statt. Im Bereich der frühkindlichen Bildung bietet der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern eine Heimatschatzkiste an. Das Projekt resultiert aus dem Programm Meine Heimat, mein modernes Mecklenburg-Vorpommern und wird von der Landesregierung finanziell gefördert. Diese Heimatschatzkiste enthält eine Materialsammlung mit didaktischen Begleitmaterialien, die alle Kindertagesstätten im Land erhalten werden. Die angesprochenen Altersstufen reichen vom Krippenbereich über den Kindergarten bis zum Hort. Neben heimatkundlichen Lerninhalten wird zusätzlich auch Material enthalten sein, mit dem spielerisch Niederdeutsch als Fremdsprache vermittelt werden kann. Meine Damen und Herren, Sie sehen, es sind schon viele Initiativen gestartet und viele Maßnahmen begonnen worden, um die niederdeutsche Sprache zu fördern. Es mag sein, dass immer noch mehr zur Förderung getan werden könnte. Aber dies kann nicht durch diesen Antrag und die Aufnahme des literarischen Nachlasses von Fritz Reuter in das UNESCO-Programm des Weltdokumentenerbes erreicht werden. Ich bin vorhin schon auf die entsprechenden Voraussetzungen und folgenden Verpflichtungen eingegangen. Natürlich bestehen aber auch formelle Bedenken. Ausdrücklich ist dem Leitfaden zum Nominierungsverfahren zu entnehmen, dass Einzelpersonen, Institute, Einrichtungen, Verbände und Nichtregierungsorganisationen vorschlagsberechtigt sind. Mit dem vorliegenden Antrag wird aber ausdrücklich ein Handlungsauftrag an die Landesregierung erteilt. Dies ist aber nicht vorschlagsberechtigt, sodass ein solcher Antrag nicht zulässig wäre. Zusammenfassend muss also festgestellt werden, dass formell die Voraussetzungen des UNESCO-Programms nicht erfüllt werden und auch das im Antrag der Begründung angegebene Ziel der Förderung der niederdeutschen Sprache nicht erreicht wird. Es wird Sie daher nicht überraschen, wir werden diesen Antrag ablehnen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.